Und da bin ich wieder, da bin ich wieder und ihr habt mein Desktop wieder gesehen. Es ist furchtbar. Okay, whatever. Also, wir müssen zum Headmaster's Office. Also gehen wir jetzt hier nochmal runter, weil dann sind wir wieder hier und gehen hier raus und gehen hier einmal nach oben. Und da sind wir nämlich schon. Und hier sollte dieser Durchgang sein. Achso, das war das. Ja, siehst du, genau das habe ich gesucht. So. Und damit kommen wir in den Computerraum. Okay. Welcher von denen ist es denn jetzt? Der hier bestimmt. Nee, nicht? Okay, dann müssen wir doch nochmal alles durchgucken. Das sind die Hooligans mit der Computer-SSD. Ja, okay, warte, dann will ich das hier noch lesen. Das sind bloß die Regeln. Attention Students, okay. Hier gibt es absolut nichts. There are some packs of paper, couple extra mouses, a bunch of long cables, nothing I need. Tja, hier ist irgendwas drin, was wir brauchen. Oder vielleicht einfach hier. Oh, da, ich habe was gefunden. Hier. Sieht aus wie eine Notiz von Mad Dog. In Bezug auf die Notiz ist dieser PC sehr alt. Oder ist es sein alter PC? Sieht so aus, als hätte er ein Virus abgekriegt. Er hat ihn zu Mr. Bang gebracht, der Computerlehrer, um es reparieren zu lassen. Sein altes Desktop-Passwort ist MadDog123. Oh Mann, MadDog actually loves his nickname. Er liebt seinen Nickname, ja. Come on. Okay. Das heißt, wir können jetzt wieder... Ja. Wo war jetzt der... Ach so, Concealing Office war's. Nee, Quatsch, hier sind wir reinkommen. Okay. Der Notizmann ist immer noch da. Ging es hier komplett durch? Sieht gut aus. Ja. So. Lass mal gucken, ob das mit dem Passwort funktioniert. Oh, ich bin drin. Wow. Maddox mag es wirklich einfach. Frage mich gerade, was ich hier rausfinden werde. Da sind Studentenaufzeichnungen. All denen ihre Matheergebnisse sind genau hier in einer Datei. He still keeps his importance of the single desktop for. That seems kind of old-fashioned. Alles in einem Ordner hat er drin. Sieht ein bisschen altmodisch aus. Ich brauche ein Passwort, um den Zugang zu den Dateien zu bekommen. Vielleicht unterschätze ich ihn. Ich denke, es ist nicht das Gleiche. Na, wir können es ja mal probieren. Du musst mich verarschen. Das funktioniert wirklich. Welcher Idiot nutzt denn die gleichen Passwörter für alles? Okay, hier ist der Tab für Klasse 1e. Noten. Now this is an ethical conundrum. Well, more of a blatant violation. I could get in deep shit for this. Ich könnte echt richtig Ärger dafür kriegen. Enter. Okay, hier sind meine Klassennoten.
Hier sind meine Noten. Ach, wie erwartet, eine fette 6. Ich wusste natürlich, was mich erwartet hat, aber ich dachte. Nauseous. Keine Ahnung, was es heißt. I wonder if what happens here really affects the walking, waking world. This doesn't feel right. Ich hoffe wirklich, dass es hier die normale Welt beeinflusst. Das fühlt sich nicht richtig an. Ich könnte meine Zahlen oder meine Noten ändern. With the tap of a key, all my worries would be over. Ja, mit einem Tipp auf eine Taste würden alle meine Probleme gelöst sein. Change my math grade, leave my math grade alone. Ich meine, wir haben ja noch den Typen, der uns hilft, wenn wir ihn. Wir lassen es erstmal so. Ach, vergiss es, ich werde es nicht herausfordern. Okay, wir könnten nochmal zu dem Typen gehen. Wo war der? In Study A, ne? Ich hab's geahnt, wir hatten jetzt gerade zu lange Ruhe vor der. Es sind, glaube ich, wieder die beschissenen Toiletten, wo wir da ewig nicht rauskommen. Okay, wir probieren es mal ohne Licht. Nee, warte, der war ein 3F, ne? Hey, Schlüssel. Ich habe den Schlüssel von Maddock gefunden, wie du danach gefragt hast. Dieser Schlüssel. Ich habe keine Ahnung. Das würde eine komplett neue Welt für mich öffnen. Ich kann jetzt nur meine Vergangenheit ändern. Und viel wichtiger ist noch die Zukunft. Danke. Vergiss bitte nicht, vergiss bitte nicht, deine Schuld zu begleichen. Diese Probleme bringen mich um. Lass mich sehen. Die sind nicht mal schwierig, weißt du? Selbst ein Neuling sollte damit keine Probleme haben. Er zeigt mir, wie ich die Probleme lösen kann. Nun, wie ich es rausgefunden habe, waren die Optionen relativ einfach. Danke. Okay, das bedeutet, wir können jetzt wieder zurück in den Matheraum. Ach, wir sollten vielleicht mal speichern. Warte mal, wir speichern mal hier. So. Und sie ist wieder da. Wie war denn das mit? Die ist ja immer noch hier. Diese Geräusche sind. Ich wusste es doch. Die Geräusche kommen nur, wenn sie da ist. Verkrümel dich, du alle Wurst! Ich brauch die nicht. Ich brauch die nicht. Nee, nee. Okay, wir warten. Okay, genug gewartet. Ich gehe jetzt erst nochmal hier rein. Dann gehe ich hier nochmal raus. Wir müssen nur hier rein. In die Räume selbst kommt es ja nicht. So. Natürlich, so löse ich das Problem. Verdammt, warum hatte ich so viele Probleme damit, mich dran zu erinnern? Ja. Das sind definitiv die richtigen Antworten. Der Student von 3F hat wirklich seinen Arsch dafür sich aufgerissen. Er arbeitet wirklich jedes Problem aus.
Was ein Erfolg. Ich weiß immer noch, wie ich. Was ein. Still knowing how to solve math problems isn't gonna be help survive here. Nee, also wie man Mathe-Probleme löst, wird mir natürlich hier nicht helfen. Oh mein Gott. Das sieht so aus, als hätten meine Report-Karten. Meine Report-Cards-Mark in Mathematik hat sich geändert. Mathematik. Meine Mathe-Note hat sich geändert. Okay. Dann glaube ich, können wir jetzt mal runter zu der Trolla gehen. Um ihr das Stückchen Flöte da zu geben. Da mussten wir ganz runter, ne? Ja. Huh, das war knapp gerade, du. Hier habe ich durch Zufall übrigens gelesen, dass man mit einer Freundin sprechen kann, die angeblich auftaucht, aber ich habe keine Ahnung, wie man mit ihr hier spricht. Wir können uns gleich nochmal hier umgucken, wenn wir einmal hier drin sind. Fertig? Nein. Ich kann mich hier mit gar niemandem unterhalten. Okay. Wir sind jetzt hier und wir müssen hier nach unten. Ich glaube, hier kommt sie nicht rein. Nee. Okay, meine liebe Madame. Hey, suchst du nach dem hier? Das Relikt! Guter Job. Trashpasser ist sowas wie Zeitreisender. Jetzt gib es mir. Du lässt ihn dafür aber gehen, richtig? Safe Passage, that's what you said. Sicherer Weg, das ist das, was du sagtest. Okay, Junge. Lass uns unseren Tausch machen. Gib mir zurück, was mir gehört, und ich werde dir deinen Freund zurückgeben. Okay, nimm es, aber lass Seho gehen. Warum sollte ich mit ihm kooperieren? Endlich, wo ich diesen Realm rule. Du pathetic. Du kleine verdammte Kreatur. Du bist so unnütz now. Now. Unnütz jetzt. Stirb und verlass diese Welt. Du hast gelügt? Warte. Was zum. Mein Körper hat ihre Attacke überstanden? Ah, der Körper hat die... Bestimmt, weil er das Medaillon von der Lehrerin umhat. Was für eine komische Magie benutzt du da? Was ist dein Geheimnis? Warte, könnte es sein, du Zeitreisender bist, possessed ist, was, oh, meine Güte, ich weiß die Wörter. possessed heißt, ich weiß es gerade nicht. Die andere Hälfte. Ach, sie hat noch nicht. Ach nee, warte mal. Hat sie jetzt das ganze Ding in der Hand? Mein Haustier wird schon auf mich aufpassen. Embrace the pain when it comes. Genieße den Schmerz, wenn er kommt. Es wird sehr viel einfacher auf diesem Weg sein. Oh mein Gott, was ist nur passiert? Ich kann es nicht glauben. Ich lebe immer noch. Warum habe ich nur einem dämonischen, lebensaussaugenden Schatten geglaubt? Sie hat Seo mit sich genommen. Ich denke, sie kennt ihn. Ich habe keine Idee, was hier abgeht. Aber etwas fühlt sich. Aber etwas ist komisch. Ich glaube, ich gehe besser raus hier. So, dann können wir ja jetzt hier nochmal gucken. Die Pakete sind von einem verschlossenen Aufbewahrungsraum. Die Gegenstände sind staubig und zeigen Zeichen des Alters. Die müssen schon seit Ewigkeiten in der Schule sein. Aber könnten in falsch, in den richtigen Händen wichtig sein. Eine Notiz.
Ein rostiger Rekorder. Ich habe diesen rostigen Rekorder in einem alten Aufbewahrungsraum gefunden. Mad Dog sendete Tihon und mich zum Aufräumen ein paar Tage vorher. Tihon sagte, es sieht alt und nutzlos aus, aber ich dachte, es könnte wie ein Sammelartefakt sein. Vielleicht werde ich ja mal noch zu einem richtigen koreanischen Indiana Jones. Ein Coin. Noch ein Coin. Nichts hier. Eine Notiz. The Trigger. Der Knopf oder der Drücker. Sieht aus, als würde der rostige Rekorder ein Schlüssel sein zu einer anderen Dimension. Ich glaube, also wir reden bei diesem rostigen Rekorder von dieser Flöte, okay? Es ist ein altes Relikt, was an die Schule gebunden ist und an ihre tragische Geschichte. Es hat potenzielle spirituelle Energie und gibt mir Zugang zu diesem Shadow Realm, zu diesem Schattenraum oder Schattenplatz. Wenn ich eine bestimmte Melodie spiele, könnte ich sogar diesen Platz für mich gewinnen. Interessant. Das ist diese Melodie, die da abgespeichert ist, die da also angemalt ist an den Wänden immer. Hier ist Mrs. No's Memo. Eine ganze Menge für Kisten haben wir hier runtergebracht vom Musikraum aus. Bitte passt auf, da sind viele fragile Instrumente drin. PS, die sind wirklich teuer. Also bitte macht sicher, dass ihr nicht am Ende für den Schadenersatz zahlen müsst. Sie hat einen Sticker hinterlassen mit dem North Building Passwort. Finally! Das ist mein Ticket into the North Building. Das ist mein Ticket ins Nordgebäude. Hier kommen wir nicht weiter. Aber wir haben gefunden, was wir gesucht haben tatsächlich. Und müssen jetzt eins hoch. Eins hoch. Ich habe mich gerade übelst irgendwie wehgetan hier. Aua, das ist voll der Hautfetzen. Immer noch verschlossen. Okay, eins hoch. Und einfach hier rüber. Ich habe schon wieder Hunger. Das ist gerade mal 11 Uhr. 11 Uhr am Silvesterabend. Oh, warte. Ich komme hier nicht lang. Ich muss doch eins hoch. Und ich muss gleich wieder niesen. Wie gemein, wenn es so krabbelt. Die alte Truhe. Ha, ich muss Lalise. Oh mein Gott, das ist gemein. Kommen wir denn darüber nochmal? Mach doch die scheiß Karte auf. Es ist aufgeschlossen. Wuhu! Meine Nase krabbelt. Oh Gott, es ist so mies. Oh, das zuckt gleich das Auge, ey. So. Von hier sind wir gekommen, ne? So, das ist jetzt... Ach, wir haben die Karte noch nicht. Das Nordgebäude, endlich. Lass uns reingehen. Okay, hier brauchen wir einen Code.
Der Platz ist einst renoviert worden. Die Schulbibliothek und der Kunstklassenraum sind hier. Lass die Karte checken. Okay, wir müssen hoch. Oh, was ist das denn? Wer zum Teufel, das bin das ich? Guckt euch mal die Frisur an, aber der trägt eine Brille, das bin nicht ich. Das ist doch der Typ hier. Was denkst du, wo du hingehst? Heilige Scheiße. Was gucke ich mir da nur an? Myung-Gil? Ja, genau, Myung-Gil. Hey. Hör auf rumzurubbelnacken. Warum bist du so beängstigt? Sag mir nicht, dass du dich nicht an einen alten Kumpel Myung-Gil erinnern kannst. Myung-Gil? Ich muss vorbei. Ich will hoch. Warum hast du es so eilig? Du bist nicht mal in Gefahr. At least while yours truly is patrolling these halls. Irgendjemand patrouilliert diese Hallen. Er sieht nicht mal aus wie ein Mensch. Ich komme ihm besser nicht zu nahe. Soll ich ihm mal zu. Ne, wir haben nicht gespeichert. It's too dark. Looks like the way is blocked anyways. Was mache ich denn jetzt? Ich gehe noch mal rüber. Ich muss auch mal speichern. Das wird sonst nichts. Kann man Geologie an Bord? Nee. Nö. Oh Gott, safe. Ich kann safen. Gott sei Dank. Dann können wir nämlich den Typen mal angrabbeln. Das Spiel geht relativ lange, ich mag es. Hat so ein bisschen was von. Am Anfang meinte ich so, dass ich diese Spiele nicht so oft spiele. Bis mir irgendwann mal eingefallen ist, doch eigentlich schon, weil The Cat Lady war in der Art. Downfall, Lorelei war in der Art. Also ich mag solche Spiele eigentlich voll gern. Vielleicht ist es mein Lieblingsgenre und ich weiß noch nichts davon. Geh aus dem Weg, Junge. Das ist nicht mal dein echtes Ich. Du bist einfach nur ein anderer Teil von deinen beschissenen Träumen. Interessante Theorie. Vielleicht wirst du ja aus diesem Traum auch aufwachen. Oder vielleicht wirst du in der Ambulanz enden, wie Tae-Hoon. Wäre das nicht was? Was? Tae-Hoon hat sich versucht, selbst umzubringen. Du sagst mir, du hast was damit zu tun gehabt? Das ist kein Traum, Idiot. Und was, wenn ich was damit zu tun habe? Du siehst, ich habe hier die Dinge voll unter Kontrolle. Ich habe ihm meine Sicherheit angeboten. Aber Taegun, ich weiß nicht, was der Witz daran ist, das ist irgendein Wortwitz, hat sich entschieden, ein Held zu sein. Sagte, er könnte mit den Konsequenzen leben. Also habe ich ihn machen lassen. Wirklich verständlich, wenn du mich fragst. Wie auch immer, sag mir einfach nur, was du willst. Oh, guck mal, was für ein Attitude du hast. Ich gebe dir mal einen Tipp. Versuch ja nicht cool zu sein. Als würdest du die Situation unter Kontrolle haben. Du hast sie nicht. Und denk dran, du wirst nicht ohne meine Hilfe hier rauskommen. Warte, du weißt, wie man hier rauskommt? Da gibt es keine kostenlosen Essen in dieser Welt, Kumpel. Wenn wir gerade darüber reden, ich verhungere. Weißt du was? Etwas Pizzabrot würde wirklich richtig geil kommen. Hilf mir und ich werde dir sagen, wie du hier rauskommst. Eine ziemlich gute Angelegenheit, wenn du mich fragst. Selbst in meinen Träumen, selbst in meinen Albträumen gibst du mir immer noch bescheuerte Quests auf. Albtraum? Das ist real. Das ist real, als du denkst, Young Huser. Und nun. Warum hast du mir nicht dieses Pizzabrot? Ich warte. Okay. If I bring you some pizza bread, are you really gonna help me out of here? Wenn ich dir wirklich jetzt was Pizzabrot bringe, wirst du mir wirklich hier raushelfen? Das ist mein Junge. Du hörst so gut zu. Willst du die soziale Leiter klettern? Wir müssen alle irgendwo starten. Mir meine Mahlzeiten zu bringen, wäre der erste Schritt für dich. Nach oben.
oder nicht. Was für ein Arschloch. Time to set my pride aside. Okay, Zeit, meinen Stolz beiseite zu schieben. Well, what little remains. Okay, wir müssen ihm also jetzt mal Mann bringen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich drücke jetzt mal Aufnahme, stopp mir, weil meine Knöpfe immer noch nicht gehen. Und ich werde euch das bestimmt am Anfang der nächsten Folge auch erzählen. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und ich muss mir unbedingt die Nase putzen. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.